Ach, wie sind die Kölner doch zu beneiden. Also jetzt nicht um ihr seltsames Bier, was man so schnell austrinken muss, bevor es schal wird. Nein, die Kölner können zukünftig dem lieblichen Ruf des Muezzins lauschen, der über die Stadt erschallt. Ja, jetzt werden Sie sich fragen, was ist das Neues in Köln? Neu ist, dieser wunderbare Ruf zum Gebet, der wird über große Lautsprecheranlagen übertragen. Ja, so will es auf jeden Fall Henriette Reker, die, ja, ist sie Oberbürgermeisterin oder Oberkalifatsmeisterin, ja, als Zeichen der Toleranz, Vielfalt, pipapo. Und die Frau Reker, das war übrigens die mit der Armlänge Abstand. Und liebe Zuschauer, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Armlänge Abstand so ausprobieren. Nicht zu hoch den Arm, keinesfalls im verbotenen deutschen Winkel, sonst ist sofort der Staatsanwalt da. Liebe Henriette Reker, konvertierten Sie denn heimlich zum Antisemitismus? Schließlich, da twitterten Sie angesichts friedlicher Bürger, die ihr grundgesetzlich verbrieftes Recht auf Demonstrationsfreiheit wahrnahmen, von, Zitat, verschwörungstheoretischer Mischpoke. Ich finde, das ist ein ungeheuerlicher Eklat, der an eine verächtliche Beleidigung unserer jüdischen Mitbürger grenzt, bei denen das hebräische Wort Mischpoke für die eigene Familie bzw. Verwandtschaft steht. Und diese bewusst abwertende und verbalen Antisemitismus schürende Verwendung steht in ganz unrühmlicher Tradition von Goebbels Zeitung Der Angriff. Die hat nämlich 1938 eine üble Hetzkampagne gegen jüdische Kaufleute initiiert unter dem Titel Die Mischpoke verdient. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, liebe Frau Reker, wurden Sie denn bereits von Ihren muslimischen Freunden ideologisch assimiliert? Also immerhin, die Mohammed-Jünger, die haben im nahöstlichen Stammland der Religion des Friedens immer noch gewaltigen Toleranznachholbedarf gegenüber ihren israelischen Nachbarn. Denn selbst der maßlose Heiko, der bestätigte, dass viele Migranten antisemitische Klischees eingeimpft bekommen, hat er gesagt. Und kein Wunder, ich meine, in vielen arabischen Ländern steht doch das Machwerk eines gescheiterten brauner Malers immer noch auf der Bestsellerliste, oder? Ja, darf man sich auch fragen, ob Frau Reker einen besonders innigen Umgang mit einer Religion pflegt, deren führende Hassprediger Israel das Existenzrecht absprechen? Ja, denn in einer offiziellen Grußnote an Kölner Muslime, da vermisst die Oberbürgermeisterin nicht nur das gemeinsame Iftar-Essen, nein, sie wünscht auch einen gesegneten Ramadan. Übrigens auf Türkisch, wahrscheinlich ist das die neue Amtssprache in Nordrhein-Westfalen. Weit zurückhaltender fielen jedoch die Ostergrüße der Domstadtchefin aus. Ein Tulpenstrauß vor einer kahlen Ziegelwand, daran ein kleiner, nahezu unscheinbarer Zettel mit der fast verschämten Aufschrift Frohe Ostern aus dem Wahlbüro. Verständlich, dass Miss Armlänge Abstand den Wegfall des gemeinsamen Ostermessenbesuchs mit schon länger hier Lebenden eben nicht öffentlich bedauert. Denn in der Kalifatshauptstadt, da kostet Sympathie für Ungläubige unheimlich viele Wählerstimmen. Und im Vergleich zu den überhaupt nicht anbieternden Ramadan-Wünschen mit 760 Facebook-Likes, da erzielten die minimalistisch kühlen Ostergrüße nur 145 Daumen hoch. Fragt man sich, ist das ein realistisches Abbild der Kölner Bevölkerungsstruktur? Und zu guter Letzt, welcher migrationshintergründige Muslim diffamierte bereits 2014 friedliche Bürger mit Nazi-Sprech, als er Pegida-Demonstranten als Mischpoke beschimpfte? Genau, Kem Hanfpflanze Özdemir. Und der hat übrigens 2002 in einem Theaterstück mitgespielt mit dem Titel Tötet Möllemann. In diesem Sinne, bleiben Sie kritisch, Ihr Elmar Gerke.